Moin, moin, Matrosinnen und Matrosen. Hier ist der Klappautermann mit einer neuen Folge Texit. Wir hatten hier letztes Mal Baumwolle angebaut und ich habe in der Zwischenzeit zwischen den Folgen ein bisschen gespart und sollte jetzt hoffentlich in der Lage sein, mir mit der Baumwolle, die ich hier reingeerntet habe, drei Wollblöcke herzustellen. Das heißt, ich brauche keine Schafe, um mir endlich mein heiß ersehntes Bett zu bauen, sondern kann das direkt hierhin machen. Es ist Nacht draußen. Damit kann ich auch eine Runde schlafen und habe meine Höhle hier als Spawnpunkt gesetzt. Das ist doch fein. Ja, ich gehe nochmal ein bisschen Holz holen und hoffe, dass ich irgendwie hier diese... Ja, mit der rechten Maustaste kann ich die Früchte ernten, wenn es denn schon Früchte gibt. Bei ihm, die müsste ja auch gut sein. Die kann ich dann nicht ernten. Seltsam, seltsam. Ja, ansonsten reizen mich da natürlich diese großen Bäume da drüben. Was hat hier eben Wupp gemacht? Das klingt doch wie ein Enderman. Ups, da ist er auch schon. So, das heißt, ich bräuchte jetzt hier so einen Unterstand eigentlich. Mist, ich hätte ihn. Ich kann ihn einmal fixieren. Ups, und mich dann hier drunter stellen. Boah, der hat irgendeinen Zauber auf sich. Ist ein rarer Enderman. Für alle, die Enderman nicht so kennen, also irgendwie schlägt ein Teil des Schadens, den ich ihm verteile, schlägt auf mich zurück. Und würde ich hier nicht unter so einem... Na komm, guck mich an, guck mich an. Hallo Andy. Verdammte Scheiße. Jetzt hat er sich wegteleportiert. Das war natürlich das ziemlich Dümmste, was mir passieren konnte. Da ist er wieder. Na komm. Komm zu mir. Hier, ich habe dich angeguckt. Wo ist er jetzt? Da ist er doch. Du müsstest doch eigentlich total allergisch drauf reagieren, dass ich dich angucke. So, wenn ich jetzt weggucke, müsste es kommen und mich hauen wollen. Will er gar nicht. Ich glaube halt nicht, dass ich im tatsächlichen Kampf eine faire Chance gegen ihn habe. von 40 hat er noch. Ich habe aber nur ein Steinschwert. Wo ist er? Irgendwie scheint er mich ja nicht wirklich anzugehen. Okay. Das war jetzt, glaube ich, irgendeine Spezialform von Enderman. Das müsste ich bei Gelegenheit nochmal nachlesen, was da jetzt genau gerade passiert ist. Und ich sollte mich mal wieder satt essen. Also, normalerweise verfolgen sie dich, wenn du sie angeschaut hast, bis entweder sie tot sind oder du tot bist. Das ist in dem Fall jetzt nicht passiert, weil
Ich weiß es nicht. Aber ich habe eine Enderperle bekommen. Auf die hatte ich es eigentlich abgesehen, weil das eine sehr rare Ressource ist und man sonst eigentlich immer erst irgendwie so ein Enderman groß suchen gehen muss. Und ich dachte mir, wenn er schon mal bei mir vor der Haustür rumlungert, dann schnappe ich ihn mir doch mal. Und würde diese Perle jetzt auch erstmal in Sicherheit bringen gehen. Da, eine Enderperle. Feige Passionsfrucht, Mandel. Hier habe ich eine Unbreaking 2 Kettenrüstung. Und ein Grasblock. Das war noch was, was er noch dabei hatte. Die kann ich mir ja mal anziehen. Ansonsten den hier lassen. Oh, mein Schwert ist, nee, ist nicht kaputt gegangen. Ja, und ich bin so ein bisschen unsicher, wie das hier mit dem Essen funktioniert. Okay, ich kann gerade nichts essen. Habe aber jetzt mittlerweile ein wildes Sammelsurium an Nahrungsmitteln. So, 10 Mandeln. Das klingt doch auch ganz gut. Habe ich irgendwo noch eine Hacke? Habe ich nicht. Also ein Beil. Habe ich nicht. Sollte ich aber vielleicht mir herstellen. Vielleicht sogar eins auf Eisen. So, dann werde ich jetzt erstmal meinen Steinbeil kaputt machen und danach das aus Eisen benutzen. Ja, also nochmal zum Enderman. Eigentlich ist die Spielregel, schau ihn nicht an. Und wenn du ihn anschaust, ist er auf dich fixiert und verfolgt dich eigentlich bis zu seinem oder deinem Tod. Das scheint jetzt hier in Texit eine Spezialform des Endermans zu sein, auf den diese Spielregel so in der Klarheit nicht zutrifft. Und ansonsten, was dich halt schützt, ist so ein Unterstand von 2 Metern, wo du dich drunter stellen kannst. Ich bin mir jetzt nach dem Verhalten von diesem Enderman nicht sicher, ob so ein Baum da auch geht oder ob so ein Baum eigentlich da gar nicht funktionieren sollte. In dem Fall hat es jetzt geklappt, zumal er sowieso nicht so wahnsinnig viel Bock drauf hatte, sich mit mir zu prügeln. Sondern einfach nur irgendeine starke Rüstung oder Verzauberung oder so hatte, die einen Teil des Schadens, den ich ausgeteilt habe, einfach auf ihn zurückgeworfen hat. Ja, diese Enderperle ist ein eigentlich ein wertvoller Baustoff, ein wertvoller Rohstoff. Man kann sie aber auch nehmen zum Teleportieren. Wenn ich jetzt da oben irgendwie hin wollte und es schnell gehen soll, könnte ich da auch eine Enderperle hinwerfen. Und sobald sie landet, werde ich dahin teleportiert, wo die Enderperle auf dem Boden aufgeschlagen ist. So. Dann gibt es noch ein Hütchen. Ich hoffe nur, dass er mir jetzt nicht irgendwie dauerhaft irgendeinen Schaden zugefügt hat, dass ich ganz viel essen muss. Aber ja, ich bin jetzt deutlich entspannter. Ich habe jetzt ein Bett, in dem ich schlafen kann. Und das da jetzt auch erstmal einfach in meiner Unterkunft steht. So dass ich keine Sorge haben muss, dass ich irgendwo weit entfernt gespawnt werde und dann wieder hierher zurücklaufen muss. Kann ich mit Rechtsklick nicht ernten, seltsam. Ja, wir haben das Bett. Ich glaube, dann steht als nächstes an, dass ich meine Mine weiter ausbaue. Ich hatte ja schon bis auf die Höhe 11 gegraben, wo zumindest im normalen Minecraft, muss man jetzt ja immer dazu sagen, eine also Höhe 11, wo die Höhe ist, an der man gut und gerne
an der man gut und gerne Diamanten findet. Und ja, ich versuche da einfach mal meine Diamantenmine an den Start zu bringen. So. Das sollst du erstmal gewesen sein mit den Bäumen. Cherry Bombs habe ich. Was auch immer die können oder nicht können. So, ich pack mal mein ganzes Pflanzenzeug dahin. Ich habe hier eine Ladung Pickaxes. Ich habe was zu essen. Ich bin mir unsicher, wenn ich jetzt diese rosafarbene Pflanze, wenn ich die abernte. Ich krieg nur einen Samen raus. Ich dachte, dass das so der Stadium wäre, was quasi das Rosa, was wir eben hatten. Dann blüht sie, dann kann man Blütensamen rausziehen. Du hast diese Form hier, dann kann man gar nichts rausziehen. Und hier kannst du mit rechts die Baumwolle ernten. Dachte ich. Scheint aber irgendwie anders gelöst zu sein. Oh, ich sollte noch Fackeln mir mitnehmen. Sonst wird das nicht so viel, was dann möglich ist in Sachen... In Sachen Minenbau. Und vielleicht packe ich hier mal noch das Holz rein, dass da weitere Holzkohle draußen stehen kann. So. Und dann geht's wieder in die Tiefe. So, dann sind wir hier unten auf Höhe 11. Kann ich hier meine Diamantenmine anlegen. Ich baue die ja immer so, dass ich versuche, möglichst viel von dem von der Fläche oder von dem Volumen, in dem ich Gänge grabe, zu durchblicken und dabei möglichst wenig Stein abbauen zu müssen. Also jetzt habe ich sozusagen, jetzt kann ich hier rundherum alle Blöcke mir anschauen. Hier rundherum, auch unten drunter. Das gleiche bei dem Gang. Und dadurch, dass ich die beiden so versetzt oben drüber und unten drunter mache, kann ich jetzt auch diesen Block mir so auch in die Tiefe, also wenn ich sozusagen in die Tiefe buddel, immer den Fußboden anschauen. Und hier unten bei dem Gang kann ich mir immer die Decke anschauen. Das heißt, ich habe im Prinzip mit vier Gängen habe ich so ein ja, fast rund an Blöcken, die ich jetzt hier quasi kreisrund in die Tiefe bohre, in diese Richtung, in die ich gerade schaue. Und da ja quasi rundherum alle, ich mir alle Wände angucken kann, kann ich mit vergleichsweise wenig Aufwand vergleichsweise viel erforschen. Jetzt muss ich mal gucken, wie groß diese Höhle ist. Was war das denn? Okay.
diese Blume scheint mich anzuzünden. Das finde ich ja fies. Und zündet die nur mich an oder zündet die auch... Ah, okay, wenn ich draufschlage, zündet sie mich auch an. Dann versuchen wir doch mal, den Block drunter wegzugraben. Okay, so kann ich sie also aus der Welt schaffen. Okay, die Höhle ist doch deutlich größer, als ich dachte. Das heißt, ich werde mich hier mal so ein Teil abtrennen. Ich weiß, dass ich da ein bisschen eigen bin. Ich sorge immer ganz gern für Sicherheit. Will heißen, ich möchte nachher nicht von irgendeinem Viech überfallen werden, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ja, und baue mich deshalb ein. So, da kann man dann gern ein, zwei Löcher drin lassen zum Rübergucken. Aber so vom Prinzip her möchte ich gerne, dass da nichts, was größer ist als eine Fledermaus, mir hier durchkrauchen kann. So, jetzt schaue ich mal, wie denn diese Pflanze heißt, die ich denn da eingesammelt habe. Cinderbloom. Hinterhältiges Ding. Was haben wir hier? Einen gelben Mushroom. Einen schimmernden gelben Mushroom. Und wir haben zwar keine Diamanten gefunden, aber dafür eine Portion Eisen. Ist ja auch was wert. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt quasi schon in Minecraft angelegt ist oder ob das das Modpack ist. Ich finde die Art und Weise, wie da das Eisen so schön, wie soll man das sagen, so schön als Eisenader sozusagen im Felsen ist. Klar, das haben wir bei Minecraft auch. Aber ich habe gerade das Gefühl, es bildet hier nochmal schönere Adern. Und wenn ich Eisen an der Oberfläche sehe, lohnt es sich sozusagen immer in die Tiefe zu bohren. Weil ziemlich sicher darunter dann noch mehr Eisen ist. Und das nicht nur ein einzelnes versprengtes Eisenteilchen war. Aber mal schauen. Ja, wir sind jetzt auf Höhe 11 und graben uns hier ein bisschen... Mache jetzt was auf manchen Servern verpönt ist, weil es Ressourcen frisst, nämlich diesen Fackelabbau. Also ich stelle in dem Moment, in dem der Gravel anfängt zu fallen, stelle ich da eine Fackel hin. Hat den Nachteil, ich kriege kein Flintstone raus. Und hat den Vorteil, ich bin wesentlich schneller. Und da ich im Moment nur einen Gang graben will, ist das für mich eine passende Lösung. Ich sehe auf der Map jetzt oben rechts angezeigt, dass ich gerade auf einen Lavasee zugrabe. Das ist natürlich super luxuriös. Das kriege ich ja im Vanilla Minecraft nur mit Hilfe von
Blubbergeräuschen angezeigt, aber ich sehe auch, ich grabe zumindest auf der Map, grabe ich an ihm vorbei. Und weiß natürlich nicht, auf welcher Höhe der ist. Aber ja, da ist diese kleine Map-Funktion oben rechts schon total ja, Gold wert. So, was bist du? Du bist Zinn. Ich kann dich doch hiermit abbauen. So, jetzt muss ich mir mal meine besseren Äxte schnappen. Bin mir ganz unsicher, ob ich damit Uran abbauen kann. Der sieht nicht so aus. Aber mit der Eisenaxt sollte ich Uran abbauen können. Jupp. So, jetzt muss ich natürlich nicht ganz aufpassen. Ich dachte, jetzt muss ich aufpassen, weil ich in Richtung Lavasee grabe. Aber dem ist gar nicht so. Ich bin gar nicht auf Höhe des Lavasees. So, und jetzt kann ich auf dem Rückweg, kann ich hier die Dinge mitnehmen. Die ich auf dem Hinweg freigelegt habe. So, jetzt wechsle ich wieder auf meine Stone Pickaxe, um da einfach ein bisschen Ressourcen zu schonen. Hatten wir nicht irgendwo noch einen Redstone? Oder bin ich jetzt, oder habe ich den schon abgeladen? Den habe ich schon abgebaut. So, und dann bin ich wieder hier zurück. Dann baue ich mir hier mal, wenn ich das noch hinkriege von den Ressourcen her, eine. Baue ich das am besten hin? Ich glaube, das versenke ich am besten in der Wand. Eine Werkbank und in der Werkbank dann einen Schmelzofen. Und auf der anderen Seite hätte ich gerne Kiste. So, und dann kann hier das Eisen zum Beispiel rein. Und hier packe ich mal die Dinge rein, die einem so begegnen unterwegs. Auch diese Blümchen etc. Und die Dinge, die ich nicht in den Ofen schmeißen muss. So, und hier kommt der Cobblestone hin. Zwei Pickaxes. Und eine Handvoll Fackeln. Ja, ich bin vorbereitet auf meinen nächsten Beutezug, aber der kommt erst im nächsten Video. Da werde ich hier diese Mine weiter ausbauen und schauen, ob wir gezielt ein paar Diamanten finden können. Und uns damit vielleicht Diamantenwerkzeug oder sogar, wenn es genug sind, Diamantenrüstung herzustellen. Bis dahin aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Grüße. Bis zum nächsten Mal. Der Klabbi.